Hallo ihr Lieben, so stand sie offen, sperrangelweit, meine Gartentür, als ich heute ankam. Und dieses Tütchen mit Kartoffeln habe ich 3 Gärten weitergefunden. Ich hatte wieder Besuch. Ich war gestern, glaube ich, roundabout 15 Uhr das letzte Mal da. Und ja, von da bis jetzt hatte ich jemanden wieder in meinem Garten. Soll mich aber heute nicht stören, das ist wundervolles Wetter und da lasse ich mir die Petersilie nicht verhageln, wie mal jemand so ganz schön gesagt hat. Ja, der Garten ist unglaublich wertvoll im Moment. Solange es geht, werde ich hier immer mal Zuflucht in meinem Garten suchen, als Rückzugsort in schwierigen Zeiten. Und wie ihr sehen könnt, ich habe ja schon ganz viel getan. Vieles könnt ihr jetzt gerade auch nicht sehen. Habe ja gerade vor ein paar Tagen einen Märzrundgang noch mal gemacht, einen zweiten, weil halt so viel passiert ist, inklusive Obstbaumschnitt und so weiter und so fort. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Heute habe ich eine Aufgabe mitgebracht. Die ist da vorne. Meine Wasserstelle. Ja. Und worum das da geht, zeige ich euch direkt mal. Ist hier klar, dass für den Aufnahmen der Wind dann wieder aufkommt? Egal, ich ziehe es jetzt durch. Ja, was ist hier vorne? Hier bekomme ich mein Wasser her. Letztes Jahr war hier noch eine Armatur dran. Da der Wasserhahn. Vielleicht auch ein Stück kürzer. Ich habe das nicht mehr so hundertprozentig im Kopf. Na doch, das war auf jeden Fall länger. Weil hier war noch so ein Messinstrument drauf, eine Uhr, ein Zähler. Ja, und das ganze Ding hier ist ziemlich kaputt, rot und morsch. Und da möchte ich was dran ändern. Ich habe hier vorne schon ein bisschen Material liegen. Und ja, werde hier heute beigehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde. Ich habe hier auch noch Steine im Boden. Da würde ich mich auch freuen, wenn ich da ein bisschen was gewinnen kann. Und ich habe mir gesagt, ich werde jetzt den Bereich hier vorne einfach mal von allem Unnötigen freimachen. Dann werde ich mir hier irgendwas basteln. Ja, ich denke jetzt gerade in diesem Moment an den lieben Dennis, der Freund meiner Schwester. Der hat anfangs mal ein bisschen öfter zugeschaut, weil ich da mehr gesägt und gebohrt und getackert habe. Heute ist es mal wieder soweit, ich darf was bauen. Und darauf freue ich mich. Ein bisschen Kreativität ausleben. Ich habe, wie gesagt, nichts Spezielles im Kopf. Ich hatte 1, 2 Ideen, aber habe schon gesehen, das geht nicht. Deswegen mal gucken, vielleicht wird es was ganz Einfaches, erstmal provisorisch. Aber ja, richtig schön wäre es, wenn ich das dann durchziehe und nachher hier irgendwas Cooles stehen habe. Die Aufgabe wird sein, wie gesagt, das freimachen. Dann muss ich natürlich hier irgendwas haben, womit ich das dann wieder befestige. Ja, bla, bla. Hallo Tom. Hallo Thomas, bla bla bla, ja ja. Ich habe hier wieder einen Zaungast, das zeige ich euch. Guck mal hier, da ist er, da schleicht er sich da vorn. Da ist er. So, gleich mal die Kamera umgestellt. Ist auch nachher auch keiner im Weg oder im Hintergrund. Und womit fange ich jetzt an? Ich würde sagen, so steinmäßig, was ich da wegkriege, das werde ich erstmal wegsammeln. Ja, lege ich mal los. Ne? Okay, fest. Aber der geht auf jeden Fall. Hier hat sich schon einiges breit gemacht mit Unkraut. Wird wohl höchste Zeit. Ah, komm. Die sehen richtig schön aus, die Steine. Da kann ich nochmal wieder was anstellen. Euch das an. Ja. Wobei mir das eigentlich gut gefallen hatte hier vorne mit diesem, ja, was ist denn das? Klee oder so. Ja, da habe ich mir ja was vorgenommen. Okay? Uiuiui. Nach leicht kommt ab, oder wie war das? Ja, das gehört auch nicht so, ne? Ich habe mir fast den Finger gekriegt. Ich bin heute ein bisschen dösbattelig unterwegs, merke ich gerade. Aber so ist das halt. Ja. Und ihr seid so weit weg, ihr kommt jetzt erstmal näher rein. Das klappt auch. So viel Weg habe ich hier bestimmt auch nicht mehr. Ah, hier sind die deutlich kaputter, aber dann ist das, wie das ist. Irgendwann wollte ich da sowieso bei. Oh, schön. Wir sehen, was hier drunter ist. An Erde, Kies. Nennt man das Kies? Kies, ne? Und jemand mit irgendwas draufgehauen. So.
Gebäude. Sehr schön. Oh, ich hatte gerade eine gute Idee. Ich hatte gerade eine richtig schöne Idee. Ich habe nämlich mal was gesehen, als ich drüben für den Bikepark tätig war. Ich mich darum gekümmert habe. Da war... Oh, ich bin ein bisschen außer Puste, also reden und... Ja. Worauf ich hinaus wollte, drüben war das so, das waren immer so Sprünge, meistens irgendwie so zum Abspringen, und das musste möglichst unkrautfrei sein, und es war immer und immer wieder Arbeit, und wie hält man das am besten frei? Auf verschiedene Art und Weisen. Eine Methode davon war mit Lehm, und eine ganz andere war, mit Ziegelmehl. Das würde ordentlich Arbeit für mich bedeuten, aber warum nicht? Wisst ihr, woran ich denke? Ich kläre euch auf. Und zwar, ich möchte, dass er hier so ein bisschen kreisrund haben. Das meiste wollte ich auch hier erstmal unkrautfrei machen, Steine raus, wie gesagt, dass ich da auch besser buddeln kann, weil ich werde mich dann noch langsam vortasten, da wo der Schlauch im Boden geht, dass das, ja. Der Schlauch darf ja nicht kaputt gehen. Das ist ja super, super wichtig. Das ganze System hier ist ja ein Netz. Und wenn irgendwer den Schlauch durch hat, dann ist das für alle nicht so gut. Weil dann natürlich Wasser abgestellt wird. Jetzt im Moment noch nicht so dramatisch, wenn was passieren würde. Aber provozieren möchte ich es trotzdem nicht. Ich möchte das alles heile lassen. Und ja. Viel Arbeit habe ich mir vorgenommen, merke ich gerade. aber alles gut. Das wird eine Riesenfreude weiter. Ja, mit dem Sabbeln kommt man nicht weiter, ne? Ich habe heute auch nicht so viel Energie wie sonst. Ich habe irgendwie nicht so gut geschlafen. Aber wie ihr merkt, meine Laune ist jetzt toll. Oh. Ah, da ist wieder ein Stein. Ja, ich mache einfach weiter, ne? So. Ah, schön. Diese Steine sind toll. Da ist noch irgendwas. Nee. Da aber. Boah, das sieht doch bestimmt richtig toll aus, wenn der ganze Platz hier voll mit rotem Ziegelmehl ist. Stück für Stück. Besser für den Rücken, wenn man auch mal runter in die Hocke geht. Gerade bei solchen Sachen sind noch keine 20 mehr. Das Wetter ist so schön, aber ich muss sagen, die ganze Sache hier ist ein bisschen schwierig mitzufilmen, weil es so windig ist. Vorne könnt ihr das schön sehen. Da, der Schlauch, der geht gerade runter. Da halte ich mich auch dran, und drumherum mache ich jetzt weiter frei. Zack. So, jetzt auf jeden Fall die erste Stelle. Boah, ist das morsch. Guck mal, allerhöchste Zeit, ne? Aber es war schon abzusehen. Wollte ich eigentlich vorletztes Jahr schon machen. Aber ihr kennt das ja. Prioritäten hin und her geschoben. Und so. Gucken wir mal nachher, was macht. Das Ding ist jetzt soweit erstmal gut. So, ich werde jetzt hier die Seite nochmal frei machen. Und dann mache ich mich schon ins Ausbuddeln. Ihr seht, ich springe so in dem, was ich mache. Mache ich immer, ne, worauf ich Lust habe. Wenn ich auf irgendwas keine Lust habe, dann lasse ich das erstmal stehen und mache da weiter, worauf ich Lust habe. Das bringt mich alles ein Stück näher. Ja, und ich mache das jetzt fertig, und dann sehen wir uns gleich beim Ausbuddeln. So.
So, jetzt frage ich mich, wie ich das hier abkriege. Irgendwie hinterher. Da muss ich was holen. Ich glaube, hier kann ich mich schon rumhebeln. Ah, sehr gut. Somit ist der Schlauch raus. So, und das Ding. Ich muss die komprimierte Erde lockern. Vielleicht kriegt das rausgezogen. Auch wenn die Kräfte, die so senkrecht wirken, ziemlich enorm sind. Ich habe den mal ein Gefäß genommen, irgendeinen Stock reingesteckt, alles voll Erde, den kriegt ihr nicht rausgezogen. Ja, so ein mickriger Stock. Also wenn ich das hier machen würde, ich mache es ja heute, dann wäre es optimal, das Ding 70 cm tief zu kriegen. So, ach, wieso nicht das nicht? Sehr gut. So. Was ist denn, wenn ich hier sowas im Bastel? So eine Art. Da ist noch ein Nagel, da muss ich aufpassen. Das zieh ich am besten mal gleich raus. So, jetzt kann ich hiermit was basteln. Wo mit dem Fetten da? Oh, da ist was. No, der ist so ein bisschen schöner, ne? Jetzt fällt mir noch was ein. Ich hatte zu Hause noch eine andere Idee. Da gehe ich kurz was gucken. Von hinten so ein Rundlauchding hin. Oh, schade. Hätte ich nämlich den Durchmesser gehabt, dann hätte ich den fetten Pfahl genommen, Loch in der Mitte durch und hätte das einmal quer gesteckt. Ich erzähle euch das, damit ihr vielleicht für euch ein bisschen Inspiration findet. Ich suche mal weiter. So, ich habe mich jetzt entschlossen, das Ding, das Fette hier reinzuhauen. Bis hier. Dafür. Okay. Ja. So, wie tief haben wir denn? Oh, das reicht auf jeden Fall. Sehr schön. So, der Wasserwagenmensch bin ich ja in meinem Garten generell nicht so. Aber ich kann jetzt schon sehen, dass das Ding schief steht. So. Ich habe echt erst die Blase auf der rechten Seite gesucht. Aber das ist natürlich nicht das, was wir brauchen. Er ist schief, muss rüber. Super sieht das aus. Kontrolle. War ja logisch. Und damit das da fest bleibt, werde ich hier ein bisschen rumstochern. So, dann kommt da jetzt noch ein bisschen Erde ran und dann ist das schon mal fest. Und darauf werde ich aufbauen. Das sieht ja schon mal gut aus. Brauche ich noch irgendwie was, wo das nachher ran kann. So, und da muss ich mir mal ein bisschen Ratschlag holen vom Herbert. Wir haben hier zwei Herberts und der eine Herbert, ja, das Rad ist noch da, den werde ich mal aufsuchen. Das Ding ist locker, ist auch nicht so wichtig, aber den werde ich mal herholen, ob da nicht vielleicht irgendwas anders möglich ist. Ne? Also normal hätte ich die Halterung so machen müssen und dann wäre hier noch ein Stück hingekommen. Das könnte ich jetzt hier über eine Konstruktion machen. Oder ich gucke, ob ich da vielleicht noch was anderes kriege und wir hier das alles ein bisschen kommt. Am liebsten hätte ich das direkt hier, ne? Das wäre richtig schön. Ne? Bis hier hoch, was weiß ich. Ja, muss ich noch gucken. Bisschen doof finde ich, dass ich hier nichts Rundes nehmen kann. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen mauscheln. Vielleicht an der Seite irgendein Brett, irgendwas, was da hinpassen würde. Aber das sehen wir dann gleich. Ich muss jetzt erstmal rumprobieren, gucken und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, erstmal zum Herbert. So, jetzt könnt ihr sehen, ich habe gerade mit Herbert geschnackt. Oh, hier geht das Ding schon ab. Okay. Also, senkrecht und so könnte man auch machen. Ich finde aber den Schlauch und so weiter nicht so schicki. Obwohl, so ist das vielleicht nett. Oh, gar nicht so schlecht.
Oh, das wäre doch cool. Oder? Wenn ich das jetzt hier so hoch mache und das so oben rüber geht. Keine Ahnung. Oh, gar keine so schlechte Idee. Und sitzt alles auch nicht so krumm. Oder das dann. Hat aber zu starke Hebelkräfte. Nein, ich bleibe bei der Variante, die ich vorhatte. Gibt Schöneres. Dennoch. Knicken und so sollte man ja nicht. Zu doll. Da ist ja nachher Wasserdruck drauf. Hä, hey, das wird doch nichts. Das ist gar nicht so leicht, wenn man sowas zum, noch nicht gemacht hat. Wie wäre es denn so? Ich finde die Idee gut mit hier rüber. Oder so, mit einer Halterung. Ich glaube, ich möchte das lieber gerade machen, weil die Dichtungsmasse hier muss auch gemacht werden. Und von Herbert habe ich mir auch erzählen lassen, dass das gar kein Problem ist. Das ist nicht viel Aufwand. Deswegen, ich mache es schön. Jetzt muss ich nach wie vor hier mir noch was überlegen, wie ich das dann anstelle. Gar nicht so leicht. Da muss ich jetzt mal meinen Gehirnschmalz schütteln. Mal gucken, ob da irgendwas noch rauskommt. Aber ich mache das gerade. So ist das auch schöner. So mit der Halterung hier. Und wenn ich da noch einen zweiten reinhau. Das wäre dann die Höhe. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Ich guck mal, wie das aussieht. Schaut mal, was ich noch gefunden habe. Oh ja. Oh ja. Wenn ich dann den Aufsatz noch finde. Zack, mal raus. Der will auch gerade nicht. Der will auch raus. Das schaut gut aus. Jetzt muss ich hier noch ein gutes Stück rausziehen. Geil. Das gefällt mir. Und haue ich da ein Loch rein. Und dann kommt das hier so raus. Das war das, was ich mir gewünscht habe. Ja, jetzt merke ich gerade, es kann sein, dass ich nochmal umdisponiere. Ich baue jetzt erstmal einfach. So von der Höhe her. Wenn der jetzt auf der anderen Seite wäre, würde es so rumgehen. So. Das ist doch auch schön. Guck mal, so viel schöner, oder? Ich muss ihn gar nicht umsetzen. Ich habe es gerade schöner gemacht. Dennoch soll hier ein bisschen was rausgucken, an dem ich mich nicht stoßen möchte. 7 Minuten erst, ist ja easy going. Oh nein. Na komm, auf meine Hand. Ja komm. Na komm rauf. Guck mal, was ich hier Schönes hab. Eine kleine Raupe. Will in die Löcher. Lustig. Den bringe ich mal weg. So, ich habe nochmal 2 Aufsätze gefunden. Ziemlich rossig, aber die Zähne sind noch scharf. Habe ich nämlich nie wirklich benutzt. Jetzt probiere ich erstmal die Größe hier aus. Ja, ziemlich rostig. So. So, das ist doch eine schöne Größe. Zu groß, okay. Hm. Ich befürchte es, dass mir die Zwischengröße fehlt, die wir brauchen. Aber vielleicht ist sie das hier doch schon. Mal gucken. Das dritte Loch. Oh, das sieht gut aus. Das ist die nächst kleinere Größe. Oh, das wird eine knappe Kiste, ne? Zur Not muss ich ein bisschen rumschmägeln. Sieht hier aus. Oh, hier ist ein schmaleres Stück. Sieht auch besser aus insgesamt. Ich denke, hier werde ich... Oh, wie sehe das denn aus, wenn das auf der Seite spitz ist? Da tut man sich schon eher weh, ne? Mal gucken. Das Runde wird nachher ganz cool aussehen, aber für die Halterung muss ich mir noch was überlegen, weil das ist hier nicht ganz koscher. Vielleicht bastel ich mir da so ein paar Schrägstücke mit Löchern drin, damit das schön rankommt. Oh, das war vielleicht schon die Lösung.
Ja, doch, gefällt mir. So, jetzt geht's ans Bohren. Das Loch sieht soweit jetzt toll aus. Bin auch fast durchgekommen. Ich kann hinten nichts fühlen. Ich denke mal, wenn ich drin rumstochern würde, dann geht das. Gut, okay. Das Loch wollen wir jetzt vergrößern. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt oder ob ich mir jetzt den Pfahl versaue. Der ein oder andere wird das schon gemerkt haben. Guckt mal die Länge ein, wie tief ich reinkomme. Das ist nicht weit. Das wird nichts. Oh, doch, ich habe eine Idee. Das wird aber viel Arbeit und ganz schön schwer. Also ich könnte das schon machen von beiden Seiten. Müsste ich aber exakt die gleiche Stelle haben und dann müsste ich mich da durchschlagen. Ich denke, das werde ich nicht tun. Schade, das hat mich schon gefreut, dass das jetzt doch klappt. Dieses Teil müsste so lang sein. Denn so lang, dann käme ich da durch. Aber so wird er nichts, nee. Beim Tüfteln muss man sich Zeit lassen, oder ich lasse mir auf jeden Fall Zeit. Kann auch sein, dass ich das heute nicht mal vollende und dann anders weitermache. Aber dieses Tüfteln, das macht so einen Spaß. Schade, das hat mir echt gefallen. Okay, dann mache ich das jetzt anders. Da komme ich nicht drum rum. Also ich werde umdisponieren. Ich werde einen zweiten Pfahl nehmen, auf jeden Fall. Und dann werde ich ein Brett drüber machen. Das ist nicht so schön wie das andere, was ich vorhatte. Aber das andere, was ich vorhatte, ist immer noch später irgendwann machbar, wenn ich da irgendwie zu dem richtigen Werkzeug finden sollte. Aber jetzt für den Moment geht's nicht anders. Also geht schon, gibt noch jede Menge Varianten. Mal gucken. Also es lässt sich ja auch schmücken und schön machen und deswegen, ja, ich habe es nicht eilig. Also, da vorne einen zweiten Pfahl rein und dann denke ich, werde ich das hier irgendwie verbinden. Also ähnlich wie es vorher auch war, nicht ganz so innovativ, aber damit bin ich ja dann noch nicht fertig. Das hat ja noch definitiv kreativen Spielraum. Gott, was nehme ich? Das Ding hier? Ja. Haben wir denn nicht? Ja. Und Schmetterling. Da vorne sitzt der am Sellerie. Ach, schön. Das ist dann die Höhe. Kann ich ein bisschen drüber hinausgeben, ein bisschen drüber hinweg. So. Gleiche Spielchen. Mitte. Schön. Um den richtigen Punkt zu finden, ist ja auch gar nicht so leicht. Ich möchte hier auf jeden Fall ein bisschen was Hübsches drin haben. Optisch. Deswegen die Dinger möchte ich ganz gerne drin haben. So eine Art, ne? Jetzt weiß ich auch, wie ich das anstelle. Ein Vorbohren. Wird wahrscheinlich schon zu lang sein. Oh, knappe Kiste. So eine Art hatte ich das hervor. Da dachte ich mir, nehme ich den erstmal fest. Da möchte ich hin. Hallo Momo.
Danke. So, das sieht gut aus und wenn nachher der Hahn angebracht wird, kann ich das andere hier anpassen. Zufrieden für heute, würde ich sagen, geht wann anders weiter. Und ich habe jetzt eine Pause verdient, das ging ganz schön lange, viel länger als ich vorhatte. Ich war auch ein bisschen tollpatschig und nicht ganz so bei der Sache, aber ich verspreche euch das, ich hatte jede Menge Spaß. Also Gartenarbeit, Gartenzeit ist gerade so wertvoll und in diesen Zeiten, das war schon mal gut. Und jetzt kann ich das hier weiter reifen lassen. Ich habe da vorne auch noch einen Schlauch. Da könnte ich quasi von der anderen Seite irgendwas basteln oder so. Mal gucken, bisschen rumsägen, bisschen probieren. Ja, und dann wird sich das zeigen, wie das nachher bleiben wird. Schön, ich freue mich. Na, hier habe ich doch gerade ein Vögelchen gehört. Der Momo will gerade auch loslegen. Und schönes Wetter, richtig schön. Okay, ich sage vielen Dank fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei. Boah, was ein Brummer. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Die Hummel hat mich rausgebracht. Mann, die war groß. Ich war beim Tschüss sagen, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Passt auf euch auf und ab in die Natur, soweit das möglich ist, natürlich nach den Regeln und ja, steht die Zeit gut durch. So, ich bin raus. Tschüss, tschüss. So ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, war doch noch ein bisschen weiter fleißig. Philipp war ja nebenan bei. So, und wer jetzt noch drin geblieben ist, darf schon ein bisschen sehen, wie es weitergeht. Also, verfolgt das. Dann mache ich auf jeden Fall weiter ein Video zu. Das macht Spaß. Ich habe noch ein bisschen was vor, wie ihr sehen könnt. Kreativ ist da noch einiges möglich. So, jetzt aber. Jetzt bin ich weg. Schluss.